So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Wild West. Wir spielen Survival Plus auf der The Island Map und ich habe den Stall umgebaut. Ja, ich habe ihn umgebaut. Ich habe mir vorher schon gesagt, ich möchte hier ein bisschen was vorbereiten, bevor wir hier beim nächsten Mal loslegen. Ich wollte ja eigentlich Weide bauen, aber aus Weideausbau wurde Stall schöner machen. Und eins steht fest, der sieht schöner aus als mein Haus. Ich habe hier nochmal ein paar Lumberwalls ersetzt. Das müsste ich auf der Seite noch machen. Auf der anderen Seite, da habe ich es noch nicht. Dann habe ich hier mal eine schöne Lumberrampe hingesetzt. Dann habe ich hier den Stall ein bisschen ausgebaut. Nochmal ein bisschen mehr Platz für die Pferde. Ne? Und dann gibt es hier einen Durchgang. Hier können wir die Pferde satteln. Da ist jetzt auch die neue Sattelkiste und ein kleiner Schrank. Habe ich dahin gemacht. Die sehen ja hier in der Primitive Plus so aus, die Schränke. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So. Ja, und hier seht ihr schon, unser Goldpferdchen ist groß geworden. Ziemlich groß und schon frisch gesattelt. Dann wollte ich mir hier noch eine Bank hinstellen. Oder sowas, weiß ich noch nicht. Und dann habe ich endlich einen Dodo-Stall gebaut. Guck mal. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Die Dodos, die dürfen dann mit bei die Pferde auf die Weide. Da ist schon einer drin, die anderen muss ich noch umsetzen. Habe ich Glaswände reingebaut, ne? Jo. Und, guck mal, Weidezaun ist noch immer nicht weiter. Aber ich habe den Dachüberstand vom Stall mal gebaut, guck mal. Das sieht doch schön aus. Ja, hier müssen jetzt noch Lumberwände hin. Ich hatte aber kein Holz mehr, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie habe ich dann aufgehört zu bauen, weil ich dachte so, Moment, da fehlt jetzt was. Ich meine, es wäre Holz gewesen. Ja, so sieht's aus. Das ist der neue Stall und damit können wir jetzt weiterspielen. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte die Dodos holen. Die sollen mich umziehen. Und das nächste Mal ist dann das Haus dran. Oh, danke, du hast wieder ein Ei für mich. Prima. So, dann komm mal her. Ich habe die anderen beiden Eier gesehen. Aber ich muss ja ein Dodo nach dem anderen da runterbringen. So. Ich war ja am Überlegen, ob ich die Zäune vom Stall irgendwie wegräume. Weiß nicht. So, du kommst hier rein. Bitteschön. Ja, jetzt habt ihr Platz, ne? Ein Platz für euch und ihr könnt auch rausgehen. Machen sie ja eh nicht. Faule Dodos. So. Dann bitte den letzten noch. Da sind noch Eier, die nehme ich noch mit. Aufheben, aufheben. Und den auch. So. Prima. Haben wir die Dodos endlich hier raus. Können wir die Küche vielleicht nach hinten in die Ecke räumen? Ach, weiß noch nicht. Gucken wir mal. So. Tschüss. Zeig mal. Ihr habt doch Platz genug. Ist doch schön hier, ha? Huh? Ja. Ganz fein. So, soll ich die Tür zumachen? Oh, jetzt häng ich wieder fest. Zack, zu. Sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? So mit dieser Lambertür da unten. Ja, lass mal offen. Dann dürfen die auch raus. So. Ja, so sieht's aus. Hübsch. Jetzt haben wir, ja, die neuen Pferde, ne? Wir haben jetzt hier die beiden neuen. Da haben wir noch unseren Kerl. Den haben wir noch gar nicht benannt. Das sollten wir jetzt endlich mal tun. Name ändern. Wo haben wir das? Gibt's nicht. Hä? Wieso gibt's ja nicht Name ändern? Gib mal Name ändern. So, wie nennen wir dich denn? Fürst von Metternich. Okay, der Fürst von Metternich ist unser neuer Hengst. Der ist ja schon groß geworden. Der sieht wirklich aus, genau wie die Mutter, ne? Mit diesem beige-braunen Streifen, hellbraunen. Ich kann euch gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich glaube, das war Miss Darcy, ne? Die hat hier so dunkel. Ja, das ist Miss Darcy. Und du bist die Mama. Die Jelly Cake. Ja, sieht genauso aus wie der Sohn. Die hat hier vorne noch einen Latz in braun. Hast du sowas auch? Ja, hast du auch.
Ja, 1:1. Jelly Cake und Fürsten von Metternich, die sehen sich total gleich aus. Die sehen sich total ähnlich. Jo, haben wir das. Dann können wir dich mal absatteln, würde ich sagen. Gib mir mal den Sattel her. Dankeschön. Und dann stellen wir dich auch in den Stall. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die Stallgasse jetzt so klein ist, weil wir müssen jetzt hier immer rangieren. Naja, okay. Was soll's. Nicht so schlimm. Einmal ums Eck. Nicht so schlimm. Das nervt mich ja jetzt schon. Nein, ich baue den Stall jetzt nicht nochmal um. So. Okay. Prima. Lass mich mal bitte da durch. Dankeschön. So. Hey, wir haben schon 5 Pferde. Ist das nicht cool? Jo, bei schönem Wetter können die dann hier raus auf die Weide. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ich die wirklich einzäunen will bis ganz hinten durch. Naja, wir werden sehen. Ja, das ist jetzt unser neuer Stall. Und jetzt sieht unsere Hütte noch kleiner und schäbiger aus. Das müssen wir noch ändern. 2x Lumberfenster, 1x Lumberwall und 1x Lumberschräge. Aber da fehlt noch was. Was hattest du jetzt noch? Du hattest nur noch Steine, ne? Ja. Gut, dann bringen wir die Steine mal darüber. Bretter hatte ich neue angeschmissen, glaube ich. Gucken. Haben wir. Ja, müsste reichen, ne? Ich hier die Bretter habe. Da habe ich Steine. So, gib mir mal die Steine her. Also, was hat man gesagt? 2x Lumberfenster, aber nicht Glas, sondern normal. Die hier. 2x. Ne? Und dann 1x Lumberwall. Das ist aber Glas. Womit denn die Lumberwall? Wall. Da. Eine. Und dann braucht man noch eine Schräge. Welche denn? Die oder die andere? Ich glaube die hier, ne? Pass auf, ich habe jetzt bestimmt wieder voll die falsche gebaut. Lieber, bring mich mal rüber. Ich bin überladen. Außerdem bist du ein bisschen schneller als ich. Dam, dadam, dadam. So. Okay. Gucken wir mal. Vielleicht können wir von hier aus bauen. Ich brauche das. Ja, geht dahin. Ich weiß, das ist jetzt voll die Verschwendung, aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit weiterbauen. Oh, ich glaube, wir haben die falsche Ecke gebaut. Hm. Oh, ich hatte noch einen Lumberwall. So. Also, das ist bestimmt die verkehrte, oder? Nein, ist richtig. Hervorragend. Prima. Super. Klasse. Spitze. So. Und du nimmst jetzt mal hier wieder die Steine und die Bretter. Die brauche ich jetzt nicht. Und die Baumaterialien brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und den Sattel räumen wir noch weg. Und dann können wir gucken, was wir heute machen. Ich wäre dafür, nochmal Pferde zu suchen, ne? Damit wir die wieder verpaaren können. So, Sattel da rein. Genau. Prima. Da habe ich sogar schon Fenster reingebaut. Wir müssen Perlen besorgen. Perlen. Ich wäre dafür. Ja, aber erst muss ich mal mein Inventar leer machen. Da. Das und das bleibt hier. So, zum Zählen nehmen wir Sachen mit. Gucken wir mal, was wir noch finden. Das bleibt hier. So, okay. Ach, Moment, da war noch was. Das hier weg. So, okay. Und jetzt holen wir uns den Vogel. Den da oben. Wir brauchen nämlich Metall und wir brauchen... Kommst du? Hallo, kommst du? Ah, jetzt. Komm her. Heute ist Flugtag. Hallo, hallo. Aber hier. Boah, glaubst du denn? Hopp. So.
Sauwetter, also wir müssen los. Ich möchte mal gerne in den Redwood fliegen, wegen der neuen Tiere. Ich möchte wissen, ob die hier vielleicht spawnen, weil ich hätte wahnsinnig gerne einen Hund. Dreimal dürft ihr raten, was sich als Hund eignet. Kann der eigentlich auch was tragen, der Vogel? Kannst du was tragen? Ne, Tapajara kann scheinbar nichts tragen. Oh. Oh, oh. Terrorbirds, eine ganze Menge. Ich frage mich, gibt es hier vielleicht auch irgendwo Hyänodon? Die Hyänen. Das wäre super. Weil ich hätte echt gerne einen Hund. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie ich aus dem Redwood eine Hyäne rausholen soll. Beziehungsweise zähmen und dann mitnehmen. Da ist ein Schwein. Was ist das da? Oh. Seht ihr was, das, was ich sehe? Guckt mal da. Da ist ein Riesenfaultier. Oh, wie schön. Die finde ich ja auch cool. Aber ich glaube... Ich glaube... Oh, oh. Okay, gut, dass wir hier nicht in Gefahr sind. Im Moment. Noch. Also Ausdauer müssen wir leveln, ha? Ja, sonst kommen wir hier nicht weit. Ich sehe hier aber keine Hunde. Oh, da kommt schon Terrorbird. Ich sehe weg hier. Also eine Hyäne sehe ich hier aber nicht. Dann müssen wir wohl mal... Da müssen wir wohl mal suchen. Die werden wahrscheinlich auch im Grasland sein, oder? Am Strand wohl eher nicht. Hm. Wartet mal. Muss mal gerade hier den Vogel ein bisschen leveln. Der hat ja schon eine ganze Weile rumgestanden, ne? Was geben wir dir denn? Ich würde sagen Ausdauer, ne? Gewicht wäre auch nicht schlecht. Aber Ausdauer ist am wichtigsten. Dann gehen wir dem mal ein paar Level auf Ausdauer. So. Und dann geben wir dem noch Gewicht. So. Okay. So machen wir das. Sauwetter. Super Sauwetter. Was ist das denn da oben für ein Vogel? Ist das ein Dingen? Ein, ne, ihr wisst schon was. Oh ja, das ist einer. Ein Quetzal. Wir müssen landen. Der sieht aber komisch aus. Vielleicht sollten wir da vorne landen. Da ist auch direkt schon Eisenfelsen. Super. Habe ich mir ja hervorragend ausgesucht. Wie wäre es hier? Viel los ist hier nicht, ne? Nö, alles gut. So, da müssen wir hin. Dann holen wir gerade Metall. Weil wir brauchen ein paar mehr davon. Oh, Limestone haben wir jetzt auch. Das ist super. Ich komme nicht mehr vorwärts. Hilfe. Steine haben wir keine. Dafür Carbon, Limestone und Metall. Ja, schön, aber ich komme nicht mehr an den Vogel dran. Und jetzt? Ich will das nicht wegwerfen. Aber ich muss. Habe ich noch irgendwas anderes, was ich wegwerfen kann? Eier. Ich könnte ein paar Eier essen. Ich habe eh Hunger. So. Na, und jetzt? komme ich immer noch nicht voran. Ho. Ich will das jetzt aber nicht... Mano. Immer noch nicht. Das gibt's nicht. Brauche ich das? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt vorwärts? Immer noch nicht. Hallo? Oh, komm schon. Kann da nicht sein. Na jetzt.
Was ist denn, wenn ich den Vogel belade? Wie viel kannst du nur tragen? Das geht, ne? Das geht, das geht. Ja gut, dann kann ich ja noch was aufheben hier. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oder war es das jetzt wieder mit unserer... Ja. Flugtauglichkeit. Okay, das geht nicht. Das will ich haben. Und das schmeiße ich meinetwegen weg. Da weiß ich eh noch nicht, was damit auf sich hat. Nee. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Mann! Die Hälfte davon? Jetzt? Naja. Naja, naja. Fly me home? Ne, das funktioniert nicht. Okay, dann nicht. Weg damit, oder? Oder? Ich brauche das aber dringend. Was macht man denn damit? Aber Moment, damit kann man diese Carbon-Spitzhacke machen. Das nehmen wir nicht weg. Aber das wiegt ja fast nichts. Nee. Na gut. Nach Hause. So viel zu unserem Ausflug. Wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Bin ich weit geflogen? Ich glaube, da hinten rechts, ne? Oder? Oh, ich hab's vergessen. Muss mal zu Hause. Da hinten sein. Ja, das kommt mir doch bekannt vor. Dann können wir hier unten mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht gibt es die Hyäne ja hier. Ich meine, wäre ja auch nicht schlecht, wenn ich hier wäre. So, mal gucken. Da sehe ich nur Schildkröten. Und ansonsten. Ausdauer haben wir noch. Das war gut. Oh, da haben wir noch einen roten. Wir wollen ja nicht schon wieder so einen Vogel zähmen. Gibt es einige, ne? Da hinten ist noch mal so einer. Tapajara. Was haben wir hier? Schweineschildkröten. Also bei uns ist ja nicht so viel los, ne? Hier so bei uns auf dem Eck. Wir müssen gleich landen. Was haben wir da? Ein Kalikuterium. Ich hätte ja gerne noch ein Pferd, ne? Was ist das? Noch Kalikutiere, noch mehr. Schweine. Was da? Da ist nur ein paar Echsen. Naja, gut, okay. Wir fliegen jetzt einfach hier rüber, bringen das Zeug weg. Dann gucken wir nochmal. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo ein Pferd. Ich nehme mal Karotten mit. Gleich. Einmal Karotten holen aus dem Beet. So, zu Hause. So, dann räumen wir jetzt erstmal gerade das ganze Metall weg. Moment mal. Zeig mal, das hattest du, ne? Die 200 konnte ich aber tragen, ne? Und das hier wiegt ja sowieso nichts. Okay, und sonst, ja, nee, bin voll. Carbon muss ich dann gleich holen. Gut, dass ich zwei Türen gebaut habe. So, dann können wir mal gerade hier das anschmeißen. Habe ich den noch auf Folgen? Ja, habe ich. Okay, und Limestone kommt da rein. Müssen wir da mal gucken, was wir damit machen können. So, Vogel, wo bist du? Kommst du mal bitte? Genau, so habe ich mir das vorgestellt, so ungefähr. Setz dich mal hin. Jetzt sich abhauen. Hinsetzen. Dankeschön. Ja, du bist ja doch ein Feiner, ne? So, dann nehmen wir das noch. So, und dann sollten wir den Ghillie-Anzug mitnehmen und Karotten. Jetzt wollte ich schon zum Stall laufen. Ja, man merkt's, das Haus gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Okay, weg damit. So, jetzt mal gerade gucken. Meine heilige Ordnung, wo habe ich den Ghillie-Anzug eigentlich hingepackt? Karotten habe ich da auf jeden Fall schon mal nicht.
Heilige Ordnung. Hier vielleicht, Kleiderschrank. Ha! Boah, ey. Glaubst du denn? Ich bin ja so unfassbar ordentlich. So, Karotten wollten wir mitnehmen. Könnte ja sein, dass wir was finden. Ah, Karotten, Karotten, Karotten. Wo ist mein Brunnen? Ach da. Du stehst wieder davor. Gib mir mal Karotten. Hier so die 36. Das müsste ja reichen, ne? So. Und jetzt will ich noch ein Pferd oder eine Hyäne. Fleisch hat der Vogel. So, mal kurz gucken. Bist du überladen? Was hast denn alles? Ach, du hast ja fast ja nichts hier. Guck mal. Das packen wir zusammen. Das kriegst du auch. Das frisst du wahrscheinlich nicht. Guck mal, 10 Minuten Zeit, bis das spoilt. So, auf geht's. Also, ich möchte ein Pferd. Ich möchte Perlen. Und eine Hyäne. Und überhaupt. Und, ne? Alles. Ich habe ja überhaupt gar keine, gar nicht zu viele Wünsche, nein. Und ja, mehr als 3 Wünsche gehen sehr wohl. Fliegen wir hier die Passage lang. Hier waren doch immer Pferde. Dum-di-dum. Wir brauchen einen Kerl. Ein männliches Pferd, ein Hengst. Das wäre hervorragend für unsere Königstochter, die immer noch nicht ihren neuen Namen hat. Ja, ich weiß auch, wie der Name war, der vorgeschlagen wurde, der mir gut gefallen hat. Den vergeben wir heute am Schluss. Oh, was machen denn die Turtle Birds schon hier hinten? Pferde jagen! Ihr bösen Terror Birds. Ihr bösen. Weg da, weg da, weg da, weg da! Lass das Pferd in Ruhe. Oh, die haben das Pferd gefressen. Oh, das sind 3 Stück. Schaffst du das? Schaffst du das? Ja, schaffst du? Nein, schaffst du nicht? Was denn jetzt? Sind die übel. Die sind ja übel drauf. Setz dich mal hin. Boah. Verdammt sind die übel drauf. Aber der Schwarze ist schön. Der kommt nicht hier hoch, ne? Nein. Habe ich nicht irgendwie eine Waffe dabei, mit denen ich die... Ja. Hier. Du Ass. Lass das sein. Ich weiß, da hinten sind noch mehr Pferde. Habe ich gesehen. Macht der Vogel denn keinen Schaden, Mensch? Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Geht, 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 geht. Boah. Was ist denn das für ein Terrorbird? Ist das, Na, nimm den Dödel. Oh, was sehe ich denn da? Was ist das denn da? Ist das ein Schaf? Oh ja, das ist ein Schaf. Schafe. Ey, wir könnten Schafe züchten. Auf eine vernünftige Farm gehören zu Schafe, ne? Aber die fressen nur Kuchen, die verwöhnten Viecher. Wie kriege ich denn diese blöden Terrorbirds klein? Ja, tragen kann der Vogel jedenfalls nichts, das steht fest. Kannst du noch? Kannst noch? Kannst noch? Dann mach die Vögel klein. Muss doch gehen. Was bist denn du für ein Vogel? Da, jetzt. Der ist schon mords angeschlagen. Ah, ich bin auch angeschlagen. Hilfe, Hilfe. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, lass mich das. Oh. Du blöder. Du blöder Mikroraptor-Vieh. Ah, lass das. Hilfe. 5. Mein Tapejara macht das. Wo ist er? Hallo? Wo ist der Mikroraptor hin da? Tot ist er nicht, ne? Nee. Oder haut ab. Der Feischling haut ab. Sitzt der jetzt noch da? Ich sehe den gar nicht. Ah. Okay, Tapejara. Hier waren nämlich noch mehr Terrorbirds. Da ist nämlich noch einer. Wie sieht's bei dir aus? Ein Viertel Leben weg. Das ist gut. Nein! Oh nein! Dieses Drecksvieh! Hilfe! Tapejara, hilf mir doch! Ah. Sollen wir uns mit dem Terrorbird anlegen?
Der war ein bisschen größer, ne? Sonst wird er nicht so viel aushalten. Komm, fall um. Fall um. Komm, fall um. Fall um. Ich wollte doch gar kein Terrorbird. Egal. Los. Los, fall um. Der löst sich gleich. Oh. Ah. Was hast du vor? Abhauen hast du vor. Bleib hier. Genau. Komm zurück, komm zurück. Oh. Oh. Boah, ich bin echt zu doof, ne? Kann das sein? Wo ist er hin? Da. Der hat gleich sein Top-Rohr verloren. Und dann kommt er zurück. Da kommt er. Und dann treffe ich nicht mal. Ja. Jetzt lad nach! Ich schaff das, bevor ich sterbe. Ganz bestimmt. Oh. Könntest du mal rückwärts gehen? Geh weg. Oh. Fall um. Ah, so triffst du den nie. Komm, 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 komm. Ja. Da hinten ist ja gerade der nächste. Okay, das geht. Wo ist jetzt mein Tapajara? Da hinten. Das ist der schwarze. So. Jetzt. Nein, triffst du mich so nicht. Wie Pfeile habe ich denn noch? 93. Nee, irgendwas anderes? Nee. Oh, jetzt kommt er. Weg. Ich werde sterben. Jetzt werde ich sterben. Das weiß ich. Nein, nein. Lass das, lass das. Oh. Ja, so viel zu, ne? Bin ich so weit weg von meiner Hütte? Tippi, Bett. Naja, okay. Wiederbeleben bei Bett. Wir müssen mit dem Pferd da runter. Oder mit dem Biber. Der Biber ist super. Ich will meine Sachen zurück. Hm? So, folgen. Wo ist mein Biber? Ich muss mein Tapajara retten. Biber? Folgen. Genau, du und du, ihr kommt mit und das Schwein bleibt hier. Nein, nein, nein! Stopp, 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 stopp! Nicht ihr alle! Ja, ist ja nett von euch, aber... Jellycake, du, wir beide... Oh, nee, nee, ich werde dich verlieren, das geht nicht. Ich muss hier Biber nehmen. Hier, du. Genau, komm, du kommst mit. Und wir nehmen, dich hier mit. So, okay. Auf geht's. Nee, du darfst hier bleiben. Auf geht's. Dum-di-dum-di-dum. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Da liegt jetzt noch ein Terrorbird rum. Unser Tapajara ist da am Kreiseln. Und ja, das wird ganz fein. Ich freue mich schon. Hallo, Schildi. Willst du nicht mit in den Krieg ziehen? Nein? Hm. Okay, du wärst eh zu langsam. Lauf, lieber Lauf! Wir müssen dahin. Und zwar ganz schnell. So viel zu, wir wollen ein Pferd zähmen. Ha, ha, ha. Das eine ist gestorben. Das haben die Terrorbirds zerlegt. So, und die anderen beiden, die sind abgehauen, denke ich mal, ne? Weil die habe ich nicht mehr gesehen. Und jetzt haben wir stattdessen einen Terrorbird da liegen. Wie geht's mal mit der Ausdauer hier, Biberlein? Komm, auf geht's. Wie viel Leben hast du eigentlich? Na okay, Biber machen normalerweise viel Schaden. Auf geht's. Kriegen wir hin, weiß ich. Hoffe ich. Mach dich ja weg, Dodo, sei denn, du willst mir helfen. So, da sind wir schon in der Passage, Westpassage, kennen wir schon. Jetzt ist er da durch. Ausdauer ist nicht gut. Dann müssen wir nochmal laden, bevor wir in den Kampf ziehen. Es werden hier die harten Geschütze aufgefahren. Und du lässt mich in Ruhe, ja? Mega Neura. Wo ist jetzt der Terrorbird, der Blöde? Oh, ich wollte gerade sagen, das ist wieder dieser doofe Mikroraptor. Da hinten ist der Tapajara, der kreiselt noch. Alles gut? Alles gut. Wir machen jetzt mal auf neutral, damit er sich wehrt.
So, wo ist er? Tapajara? Hallo? Da ist er, Terror Bird. War das der, der aufgestanden ist, oder war das der, der mich getötet hat? Gute Frage. Wie sieht's aus, Biber? Alles gut? Prima? Komm, mach ihn alle. Mach ihn alle. Du schaffst das. Biber, du schaffst das. Biber, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Beiß ihn. Beiß ihn. Mach ihn fertig. Oh. Boah, was ist denn das für Terrorbird? Himmel, noch eins. Viertel Leben noch? Tapajara, kannst du mir mal bitte helfen? Boah. Was ist denn das für Terrorbird, Mensch? Glaubst du denn? Ich hab schon fast halbe Leben vor Biber weg. Jetzt kann ich diesen blöden Vogel nicht mal abschmeißen. Den Mikro-Dingsbums. Biber, mach ihn alle. Boah. Glaubst du denn? Oh, ich krieg Krampf im Finger. Komm, General Custer, mach doch mal. Der hat nicht mal einen Kratzer. Doch, doch, er fängt an zu bluten. Wir schaffen ihn, wir schaffen ihn. Ja, wir haben ihn geschafft. Oh nein, und der nächste direkt. Das ist bestimmt der, den wir eben betäubt haben. Ja, okay. Oh. Was ein Terror. Jetzt hole ich mir erstmal mein Päckchen wieder. Wo ist meine Tasche da? Als meine Tasche. Doch, das will ich wieder haben. Danke. Okay. Dann machen wir mit der Axt gerade mal hier so ein bisschen, ne? Aufräumen. Einmal das. Und einmal das. Und dann gucken wir mal, ob der andere noch liegt. Aber ich glaube nicht. Das wird der hier gewesen sein. Custer, du kommst mal mit. Aber was mit dem blöden Tapajara? Der hat überhaupt nicht mehr geholfen. So, der andere, der lag hier irgendwo. Ja, das wird der gewesen sein. Der ist aufgestanden. Ja. Ja, der ist aufgestanden. Ich weiß jetzt nicht mehr 100%, wo der lag, aber auf jeden Fall hier irgendwo. Waren ja drei, ne? Zwei haben wir jetzt gekillt. Was rennt da hinten? Was rennt denn da rum? Kassa, wie geht's dir? Halbes Leben. Was rennt da rum und macht Terror? Kein Terrorbird. Sieht aus wie ein Gürteltier, so ein Dödi und ein Mikroraptor. Das lassen wir sein. Ja, okay, also wir werden dann unseren Ausflug das nächste Mal fortsetzen, wenn ich wieder angezogen bin. Und unser General Custer wieder heile, völlig gesund ist. Pferde haben wir gesehen, zwei Stück, aber die sind jetzt auch von dannen. Ich würde mal sagen, wir pfeifen dich auf Folgen und dann kommst du mit. Wir bringen die jetzt nach Hause. Und dann suchen wir uns unser nächstes Opfer. Wir finden bestimmt noch einen hübschen Hengst für unsere Königstochter. Jetzt muss ich ganz weit laufen, um die umzubenennen. Ich weiß ja schon, wie ich sie nennen will. Aber verrat mich das jetzt auch nicht. Naja, gut, okay. Nee, machen wir dann einfach in der nächsten Folge, weil das dauert jetzt ein bisschen länger, bis ich zu Hause bin. Ne? Wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns also das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ark Wild West mit Primitive Plus, nicht Survival Plus. Ich glaube, ich habe am Anfang der Folge irgendwann gesagt, das wäre Survival Plus. Bin ich wieder durcheinander gekommen mit dem Projekt mit Koya und Konsorten und den lieben Menschen, mit denen wir da zusammen die Geschichte zweier Städte spielen. Ja, wir spielen hier natürlich Primitive Plus, klar. Also macht's mal gut. Ciao, ciao.